Na dann, SNES Mario's Piste 3. Weiß nicht, auch so eine winzige Strecke. Die Super Nintendo-Strecken sind alle ziemlich kurz. Das ist sie gar nicht. Es gibt kürzere Super Nintendo-Strecken, das stimmt. Das ist auch die, wo mittendrin Rampe ist, ne? Wenn man da runterfällt, muss man irgendwie von neuem. Nee, hier ist sie nicht. Nee, abstürzen kann sie ja nicht. Oh, nett. Ach, die scheiß Kugel, Willi. Ja, hast du nur, da fahre ich gerade dran vorbei, die Szene, wo du mit einem Pilz durchdüsen darfst. Mhm. Aber auch nicht Pilz. Oh, Alter, wie viele Items haben die denn alle? Kugelwilli, überfahren, Stern. Alles mitnehmen, was geht. Du, ich muss hier tatsächlich um meine Plätze kämpfen. Ja gut, aber da hinten kriegst du auch richtig gute Items, oder nicht? Bis jetzt noch nicht so richtig. Ich wollte gerade sagen, ich wurde auch nicht geblitzt. Ah, bitte. Da ist der erste blaue. Oh Gott, so. Ich werde dich überholen. Selbstverständlich in der dritten Runde, nicht allzu weit von der Ziellinie entfernt. Jawollo! Oh. Oh gut, Baby Mario hat noch abgeschossen. Aber hier krieg ich kein Item mehr, ne? Ne, das war's dann wahrscheinlich gleich. Oh, das fehlt noch. Ja, okay. Fick dich, Funky Kong! Nein! Den hast du ganz schön aufgebumst. Ja! Der ist nur ein bisschen fetter als die Prinzessin. Aber ich kann wohl irgendeine Reaktion zeigen. Ist doch zu cool für. Dein Schlossgarten? Oh, ein Freier. Ein was? Ein Freier. Achso, ja, hier sind die losgelassen. Chomp. Heißen die Chomp? Kettenhund. Chomper, Kettenhund. Englisch kann sein, Chomp. Oh, ah, da hätte ich hochreißen dürfen. Oh. Oh, und schon wieder hochgerissen, als ich nicht hätte gedurft. Alleine, was fährt Toto eigentlich für ein riesiges Gefährt als kleiner Fahrer? Ja. Baby Marios Jetfahrzeug finde ich aber auch ganz lustig. Sieht ulkig aus, ja. Ich habe dieses Spiel, glaube ich, noch nie mit einem kleinen oder großen Fahrer gespielt. Immer noch mit meinem mittelgroßen Mii. Ja. Gut, Baby Mario hat es mehr erwischt als mich. Oh ja, die liegt gut. Ja, das ist das erste Mal, dass so ein Blooper richtig starken Einfluss auf mich hat. Hm. Habe ich das Blumenbeet nicht gesehen. Aber wir sind hier irgendwie alle ziemlich dicht aneinander, oder? Ja.
gerade mal einen Blick nach hinten geworfen, aber Baby Mario scheint auch irgendwie wieder abgesackt zu sein. Nee, der ist hinter dir. Ja, aber vorhin war noch richtig dicht auf. Voll die runterkegeln. Wolltest du das Baby ins Wasser werfen, ja? Ja. Ich wusste gar nicht, dass Peach eine Hundeliebhaberin ist. Eine was? Eine Hundeliebhaberin. Das ist jetzt kein Hunde. Mhm. Dog Person. Mhm. Mhm. Hier liegt echt eine ganze Menge Schmutz. Jupp. Ich hab da aber auch gut zu beigetragen. Trifft jetzt ins Ziel. Geil. Auf der Minimap gerade gesehen, Toad, Baby Mario und Baby Luigi, die drei Superlütten und dann kommt der fette Bowser direkt hinten an. Mhm. Ey, ich komm vielleicht noch aufs Podest. Na klar. Die Strecke mache ich auf dem GameCube auch richtig gern. Ja, die ist definitiv geil. Und hiernach schließen wir meine Lieblings-N64-Strecke ab. Besser geht's ja wohl nicht. Was ist die letzte? N64 Bowsers Festung. Scheiße. Dann werde ich es nicht mehr auf Podest schaffen. Doch. Bisschen optimistisch, Mensch. Hm? Ein bisschen optimistisch, Mensch. Bin Realist. Bisher hast du die Retro-Strecken auch gefahren. Bist, meine ich natürlich. Das Gute ist, hier wirst du auf dem Dunkelgrau nicht verlangsamt. Wo ist das beim GameCube? Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, ne? Aber auf den dunkelgrünen Blättern meine ich schon. Shit, ja. Von der grünen und dann von dem Pau, wunderbar. Das Pau habe ich nicht gesehen wegen des Tintenbums. Ich konnte einfach nichts machen, war mein Problem. Kugelwilli, shit. Oh. Das ist gedriftet. Ja, ich nehme natürlich die Banane mit. Also, das prallt gar nicht ab. Von hier oben kann man die Explosion aus dem Fass sehen, wenn die Leute hochgeschossen werden, finde ich ulkig. Hm. Ja, alles auf die Brücke. Ja, super. Weil du schon wieder vorne bist. Ich würde den Vulkan jetzt auch mal zum Lächeln bringen können. Ja, mehr Bananen braucht das Land. Ja, wie gesagt, Mario Kart Wii. Mein Mario Kart. Keins habe ich öfter gespielt, wegen der Online-Funktion. Oh.
bitte, Zweiter. Das war ein hart erkämpfter zweiter Platz. Baby Mario hat sich aber gerade noch gedreht auf der Karte, hast du ihn noch getroffen. Ja. Der ist aber trotzdem Dritter geworden. Ja. Na, also wahrscheinlich, weil ich einfach durchgefahren bin und dann wird wahrscheinlich direkt übernommen. Also einen zweiten Platz musst du jetzt halten. Ja, ich weiß. Das wird aber Bowsers Festung fast unmöglich. Ach Quatsch. Ich hoffe übrigens nicht, dass wir in der letzten Strecke jetzt durch der Essenslieferant bei uns klingeln. Das wird ziemlich lustig. Also musst du Gas geben. Die Strecke ist auch noch so endlos lang. Zu früh? Ja. Aber nur ein ganz kleines Stück, wenn dann. Ist ärgerlich. Ich wollte sagen, so kriege ich vielleicht eventuell noch ein Item mit, aber das habe ich auch nicht. Hm, brauchen wir auf den hinteren Plätzen auch nicht. gut. Banane ist doch hier auf der Brücke wieder gut, glaube ich. Nein! Und die Brücke hier haben sich auf jeden Fall zum N64 verändert. Die ist kaputter mit Lava-Bums von unten. Nein, nicht Baby Mario. Muss mir nicht. Okay, Baby Mario ist in Lava gefallen. Hast du ihn reingeschubst, ja? Nö. Der ist da freiwillig reingefahren. Die. Ich dachte gerade. Oh, das Pause aber auch gefährlich auf der Brücke. Ne, ich fall konstant vom zweiten, zwischen dem zweiten und siebten Platz hin und her. Finde ich gut, du willst nochmal spannend machen. Und ich kriege auch so gut wie keine Items. Das ist unglücklich. Da ja, jetzt ist ein Grün erwischt. Muss ich gegen die Wand. Jetzt ist hier mit einem Stern hinter mir. Schussweg. Also bei dir ist schon wieder alles los, ja? Ja. Oh, super. Wurde ja mal wieder Zeit für ein. Und da ist unser Essen. Oh. Aber dann geht's. Und jetzt gib Gas, bevor das Essen kalt wird. Mit. Oh. Ich muss also das Gas geben. Das Problem ist halt, Baby Mario darf nicht vor mir sein. Das stimmt. Da werde ich gleich Probleme haben. Vor allem, wenn ich mich selbst mit der grünen erwische hier. Ja, jetzt kann ich's vergessen. Naja, ein bisschen Strecke ist ja noch. Siehst du, und bei der Musik jetzt fährst du auch gleich viel besser. Also Toad kriegst du wahrscheinlich nicht mehr, aber Baby Luigi, nee, Baby Mario mache ich noch Hoffnung, wenn du hier ein richtiges, gutes Item kriegst. Ja. Da hast du Schwein gehabt, dass das wieder da war. Ja, schade. Hm.
Oh, nicht mal mehr auf dem Treppchen, ist ja mies. Der ist gemein. In der letzten Runde noch versagt. Ich frage mich, ob hier nachher noch ein Nachspann kommt. Oder ob der nur beim Grand Prix kommt, wenn man den fährt. Falls nicht, werde ich das Spiel noch mal solo spielen, um den Abspann hier noch mit reinschneiden zu können. Ich glaube aber nicht. Lassen wir uns überraschen. Nein, leider nicht. Gut, dann spiele ich es halt noch mal. Fazit zum Spiel, was sagst du? Das ist ein geiles Mario Kart. Ich find's auch richtig gut. Wie gesagt, 16 Strecken, 16 zusätzliche Retro-Strecken. Steuerungsvielfalt ohne Ende. Du kannst es halt mit dem Lenkrad spielen, mit dem Nunchuck, mit dem Pro-Controller, theoretisch auch mit dem GameCube-Controller, wenn wir es auf der Wii und nicht auf der Wii U spielen würden. Mhm. Schade, dass es mit dem Adapter nicht funktioniert. Steuert sich super, ich find's von der Optik auch genial. Schade, dass es online nicht mehr geht, aber ich glaube, du kannst mit einer gesoftmoddeten Wii tatsächlich noch online daddeln. Da haben da irgendwelche Cracks das noch wieder zum Laufen gebracht. Oh. Ja, wie gesagt, mein Lieblings-Mario Kart habe ich am häufigsten von allen gespielt. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen, dir fürs Mitspielen. Lasst den hoffentlich einen Abspann hier noch durchlaufen und sag bis neulich. Tschö, tschö. So, essen. Ja.